Ja, und herzlich willkommen zurück zu Resident Evil. Wir sind in der letzten Folge ja durch dieses Blutbad unten gelaufen und sind jetzt dann hier zum Speichern hergekommen. Und ja, an dieser Stelle machen wir jetzt auch schon wieder weiter hier. Wir gehen jetzt wieder hier raus und gehen dann darüber. Hey, dein Telefon klingelt. Du gestörte alte Frau. Okay, also dass die uns nicht sieht, das ist verwunderlich. Mutter Miranda, ich muss euch leider mitteilen, dass Ethan Winters diesem Idioten Heisenberg entwischt ist. Weil er in meinem Schloss ist und meine Töchter sich an ihm die Zähne ausbeißen, wenn ich ihn finde. Nein, Mutter Miranda. Ja, natürlich, ich weiß, wie wichtig die Zeremonie ist. Verlasst euch auf mich. Oh! Zur Hölle mit der Zeremonie! Dieser Mann wird für seine Taten bezahlen! Ja, was ist jetzt? Geht da jetzt auch noch was weiter oder was ist? Okay, ich werde jetzt einfach mal hier überspringen drücken, was ich ja sonst eigentlich nie mache. Ja, es geht jetzt weiter. Wir schlagen jetzt erstmal hier das kaputt, wie immer. Und gehen dann hier rein. So. Rose, wo bist du? Das ist hier die Frage, wo sie ist. Okay, die ist verschlossen. Das heißt, wir gehen jetzt wirklich hier rein. Auch nicht. Lol. Ich glaube, wir nähern uns dem Ende beziehungsweise der Lösung. Jetzt ist die Tür hier offen. Da bist du. All das für ein Kind, das nicht einmal hier ist. Was wollen Sie von... Du undankbare kleine Kröte! Erst kommst du in mein Haus, dann vergreifst du Widerling dich an meinen Töchtern? Und jetzt versuchst du auch noch, mich zu bestehlen? Was fällt dir ein? Ruh dich gut aus, denn ich werde dich jagen und ich werde dich in Stücke reißen! Wo? Ja. Ich glaube, wir sind jetzt in einem Art Verlies oder so. Jetzt dürfen wir wahrscheinlich wieder den ganzen Weg nach oben laufen oder was? Ach, darauf habe ich ja voll Bock. Und dann mach doch, du. Im Schloss nach Wolf. Kannst mich mal. Dann suchen wir jetzt mal weiter hier. Schießpulver. Hier ist natürlich nichts, was man braucht. Flintenmunition.
Wir stellen jetzt erstmal wieder Munition her. So, untersuchen. Es öffnet sich hier dieses Tor. So, und jetzt. Hier ist zu. Ja, ich schätze, wir müssen hier lang. Und da ist natürlich eine Kiste mit diesen Geldmünzen da. Jetzt können wir hier wieder drücken. Ich glaube, das kriegt man nicht hin. Oh, Scheiße! Als ob ich dich gehen ließe. Jetzt ist die Hand ab. Eher wirst du zerfleischt, als dass du dein Kind wieder siehst. Ich werde dir zeigen, was es heißt, die Dimitrescus zu beleidigen. Okay, jetzt müssen wir vor der Alten wieder fliehen. Das machen wir am besten. Scheiße. Scheiße. So. Bezahle mit deinem Leben. Ja, was soll ich denn jetzt machen, Alter? Okay. Fange einfach neu an. Drück mal auf Weiter. So. Können wir jetzt wieder hier zum Aufzug da? Oh, Scheiße! Als ob ich dich gehen ließe. Er wirst du zerfleischt! Ja, die Szene, die kennen wir ja schon, deswegen überspringe ich die jetzt einfach mal. Ich werde dir zeigen, was es heißt, die Dimitrescu zu beleidigen. Okay, jetzt haben wir hier die rechte Hand im Inventar sozusagen. Was können wir jetzt mit der machen? Eigentlich nicht besonders viel, oder? Nee, anscheinend nicht. Versuchen wir jetzt mal weiter zu fliehen. Ja, ich. Oh, ist offen. Ja. Lass uns das schnell beenden. Dann lass uns jetzt mal hier ganz schnell abhauen. Weil, nee, darauf habe ich keinen Bock mehr.
Die alte, die geht mir langsam so auf den Sack. So. Den Schlüssel. Komm, rein ins Schloss. Und jetzt sind wir hier. Du kannst nicht davonlaufen! Ich laufe aber gerade weg. Ja, das sieht echt verdammt schmerzhaft aus. So, sind wir gleich oben. Okay. Dann gucken wir mal, was ich da machen muss oder machen kann, darf, wie auch immer. Scheiß auf dieses Schloss. Ja, das Schloss, das ist echt kacke. Aus dem Schloss entkommen. So. Na dann. Versuchen wir jetzt mal hier aus dem Schloss zu entkommen. Cool. Jetzt aber schnell hier. So. So, jetzt haben wir den auch. Jetzt gucke ich mal hier oben. Ja, war ja klar, dass die zu ist. Die Kacktür. Aus dem Schloss entkommen. Gut. Lady Dimitri Tür. Na super. Ja, hier ist noch irgendwas. Karte des Schlosses. Hier ist nichts mehr. Hier sind Munitionen. So. Was ist hinter der Tür? Da waren wir, glaube ich, schon. Untersuchen. Er passt nicht. Dann schauen wir halt mal hier. Ja. Hier waren wir ja schon mal, glaube ich. So. Nee, hier waren wir noch nicht. Noch gar nicht. Wow. Boah. Wo kommt der denn jetzt her hier? So, dann. Die könnten wir vielleicht brauchen. Dann schauen wir jetzt einfach mal weiter hier. Da sind wir ja hergekommen. Dann gehen wir jetzt. Hier waren wir noch nicht, glaube ich.
Ja, genau, hier waren wir auf jeden Fall noch nicht. Ganz sicher nicht. So. Schauen wir mal. Hier nach Munition und so einem Zeugs. Das sind halt einfach die ganzen Sachen, die man gebrauchen könnte. Hier ist ein Buch. Okay. Ist auch nichts Besonderes. Hier liegen rostige Teile. Die brauchen wir auf jeden Fall für die Herstellung von Munition. Und hier ist jetzt offen. Hier oben, da waren wir doch schon. Oder? Ja, da waren wir schon mal. Okay. Na, super. Ganz toll. Ganz, ganz, ganz toll. So. Jetzt gucken wir einfach nochmal. Ich glaube, wir müssen wieder über den Hof runter. Oder? Ja. Wir müssen über den Hof nach unten. Das heißt, wir gehen jetzt hier rüber. Versuchen es aber jetzt nochmal hier. Aber der passt natürlich wieder nicht. Oder liegt hier irgendwo ein Schlüssel rum? Nee, natürlich nicht. Ich würde auch keinen Schlüssel einfach rumliegen lassen. Da wäre ich ja ordentlich dumm. So. Hier waren wir auch schon. Ja, dann gehen wir doch einfach wieder auf den Hof. Da, wo es am schönsten ist. So, wir müssen aus dem Schloss entkommen. Das heißt, wir sollten am besten hier rüber gehen. Ich glaube, das ist... Ja. Sind wir wieder hier drin. Ne, wir müssten auf jeden Fall aus dem Schloss rausgehen. Das ist keine Tür. Ja, dann gucken wir doch einfach mal. Dann nutzen wir eben die nächste Tür. Vielleicht. Gucken wir mal da. Ja. Ich glaube, hier sind wir richtig. Gucken wir mal hier rein, weil irgendwo muss das den Ausgang sein. Aber hier waren wir, glaube ich, hier waren wir doch auch schon, oder?
Ja, genau. Hier waren wir schon mal. Gehen wir mal jetzt hier runter. Ja. So, jetzt haben wir hier wieder ein bisschen Münzen. Wieder Münzen. Jetzt lass uns mal wieder ein bisschen Munition herstellen. So. Liegt da hinten, liegt natürlich auch, aber da kommen wir nicht rein. Das heißt, wir gehen jetzt, ja, wir gehen einfach außen rum, so wie eigentlich auf dem Hinweg, als wir hier in dieses wunderschöne Gebäude reingegangen sind. Und kommt man da rein? Natürlich nicht. Wäre ja auch zu schön gewesen. Hier waren wir nämlich noch nicht, glaube ich. Also sind wir ja hier erstmal richtig. Boah. Okay. Dann gucken wir jetzt noch hier. Hier ist auch nichts. Gehen wir wieder weiter hier. Ja. Hier lang. Und jetzt wieder hier hoch. Okay. Ja. So. Und jetzt wieder hier hoch, denke ich mal. Naja, wir werden es ja eigentlich dann auch gleich sehen. Aber hier kommt man nicht raus. Oh, Mann. Das heißt, wir sind jetzt hier ganz umsonst hochgelaufen, oder was? Ja, wir sind umsonst hier hochgelaufen. Das heißt, wir müssen tatsächlich über den Hof wahrscheinlich dann rausgehen. Das tun wir dann auch gleich. Gehen wir hier nämlich wieder durch.
Genau, hier geradeaus. Hier rein. Nee, hier geradeaus war das. Und dann hier jetzt rein. Hier rein. Dann hier hinten durch. Oder auch nicht. Hier rein. Und dann hier. Auch nicht, oder was? Hier sind die Zellen. Hier. Geradeaus. Genau, hier sind wir reingekommen. Das heißt, wir gehen so darüber. Ja, genau. Und dann sollte er eigentlich funktionieren, so langsam. Boah, ich glaube, ich habe mich ein bisschen verlaufen. Nein, habe ich nicht. Hier. Dahinter. Und dann wieder da hoch. So, da hinten rein. Genau. Aber der passt halt nicht da rein. Gehen wir jetzt wieder hier rüber. Nein, wir laufen außen rum. Wir gehen nicht so durch. So. Sind wir nämlich, glaube ich, wieder da. Ja, genau. Hier sind wir hergekommen, sozusagen. Auch wenn wir nicht wirklich freiwillig hergekommen sind, aber wir sind's. So. Hier kann man natürlich nicht schauen. Wollen wir nochmal hier reingucken? Hier hinten, das bringt uns ja auch nichts. Deswegen würde ich eigentlich sagen, wir gehen mal gucken entweder hier oder da. Aber am meisten Sinn macht es eigentlich hier lang, beziehungsweise darüber. Ja, genau, wir machen es so. Wir laufen jetzt einfach mal darüber.
Ja. Genau. Dann... Und vielleicht hier rüber. Jetzt gucken wir mal. Aber nee, das bringt uns nicht wirklich viel. Ich werde es jetzt einfach mal versuchen, direkt über die alte Troller da nach draußen zu kommen. Das heißt, wir laufen. Uff, die ist wieder hinter uns her. Wir laufen jetzt genau hier rein. Nein. Oh Mann. Wir laufen jetzt hier hoch. Aber das bringt uns auch nichts. Wir laufen hier rein. Das bringt uns auch nichts. Na super. Jetzt hier rüber. Aber nee. Wir wollen ja hierher. Das heißt, wir laufen nochmal raus. Schon wieder. Und gehen dann genau hier rüber. Ist es das? Ja, ich hoffe schon. Genau. Laufen hier rüber. Und dann davor. Ah, das ist nicht richtig. Wir laufen durch die Küche mal. Nein. Ja. Wir versuchen es da hinten jetzt einfach rauszukommen. Auch wenn ich nicht glaube, dass das funktionieren wird. Ja. 4 Engelsmasken finden. 4 Engelsmasken. Maske der Trauer. Die 4 Engelsmasken. Ich bin froh, dich wohl aufzusehen. Wie stehen die Dinge? Keine Spur von Rose. Ich war wohl keine große Hilfe. Bitte verzeih. Nun, du wirst sie schon finden, sobald du dieses Schloss hinter dir lässt. Brauchst du irgendwas für deine weitere Reise? Weil du mir stets ein treuer Kunde warst, konnte ich meinen Service erweitern. Ja, ich brauche tatsächlich was. Oh. Hier, das machen wir jetzt erstmal. Vielleicht hat er mich nicht gesehen. Thank you.
Okay. Ein Glück, dass du kommst. Mir war gerade langweilig. Das ist schön für dich. Ja, und was hast du da jetzt großartig erweitert? Nichts. Vielen Dank für deinen Einkauf. Danke für deine Treue. So, dann würde ich sagen, ich speichere jetzt hier. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Und in der nächsten Folge kümmern wir uns dann auch um die Masken. Bis dann, haut rein und ciao, ciao.